Sönke und Jenne, auf Reisen wir sind, mit Heini und Sole die Freiheit gewinnt. Entdecken die Welt an jedem Ort, unsere Abenteuer niemals fort. Sönke voller Unsinn, Jenne voller Ruhm, gemeinsam im Wohnmobil das Leben im Nu. Offen für alles, was das Leben bringt, neue Plätze, neue Menschen, die uns umringt. Komm und reise mit uns, die Welt erkunden, mit Sönke und Jenne die Herzen entzünden. Heini rollt weiter, Sole bellt im Wind, bis denn in Jenne ein neues Abenteuer beginnt. Moin, ich sitze hier am Kanal und habe mir Gedanken gemacht. Und zwar, immer wieder lösen sich bei mir die Schrauben. Und ich weiß nicht warum. Das ist an den Stühlen so. Überall finde ich lose Schrauben. Wenn wir irgendwo eine Tour gefahren sind oder so etwas, die Schrauben lösen sich einfach. Ja, und dann bin ich mal durchs Internet gestöbert und bin dann über die Reibephysik gestoßen, und sowas würde ich jetzt gerne einmal darstellen, damit ihr wisst, warum eure Schrauben sich einfach immer wieder lösen. Um dieses bauen zu können, brauche ich natürlich ein bisschen Holz und ein bisschen Metall. Also wir nehmen einfach 3 Stücke Holz und ein Stückchen Nagel, und daraus schnitzen wir uns jetzt erst einmal etwas. So, also nachdem das Schnitzen dann fertig ist, müsste dann halt eben euer Holz ungefähr so aussehen. Wir nehmen hier einen kleinen Flügel, ein kleines Stückchen Hölzchen und ein noch kleineres Stückchen Hölzchen und natürlich eine kleine Heftzwecke würde reichen. Okay, wir müssen hier an diesem Gerät noch etwas dran vorbereiten. Wir werden hier noch ein klein wenig dran rumschnitzen. Ich schnitze in das Stückchen Holz hier kleine Kerben rein. Ich habe hier schon eine gewisse Reihe erreicht. Immer schön aufpassen, das Messer ist scharf. Eine kleine Schrägung rein in die Richtung, eine Schrägung in die andere Richtung rein, und schon haben wir eine Kerbe. Bei diesem Stück benötigen wir in der Mitte ein Loch. Hier soll anschließend der Nagel durch. Versucht es so möglichst wie es geht mittig auszupendeln. Das Loch muss größer sein wie das von dem Nagel, damit dieser Propeller sich leichter drehen lässt. Dieses Loch, da soll der Nagel durchpassen. Oh, sollte größer sein. Ich habe einen kleineren mitgebracht. Einfach bloß eine kleine Heftzwecke. Ja, ihr könnt noch ein paar Schiffe genießen hier. Hier am Nord-Ostsee-Kanal, bevor ich das ganze Modell jetzt zusammenbaue. Jetzt müssen diese Teile halt eben noch zusammengebaut werden. Ich stecke also nur diese kleine Heftzwecke dort durch. Dann wird dieses hier oben dran befestigt. Einfach leicht und locker reindrücken. Dieser Propeller sollte leicht drehbar sein. Ob der jetzt gerade ausgependelt ist, wenn er zu schwer ist auf einer Seite, dann schnitzt ihr halt eben das schwere Ende noch mal ein Stückchen was weg. Also ich würde sagen, die untere Seite ist die schwerere. So ist es ja meistens. Aber so, für mich ist das schon sehr gut ausgependelt. Ja, ich bin damit zufrieden. Vielleicht, das ist das Schwere. Nein, das läuft von ganz alleine. Wenn ihr jetzt das alles zusammen habt, dann sieht euer Objekt jetzt ungefähr so aus. Ihr braucht eine Stange. Ist mir egal, welche Stange ihr nehmt. Und das mit den Riffeln und oben den Propeller. Wenn man jetzt hier drüber streicht, dann dreht sich der Propeller. Also, wenn das jetzt alles soweit fertig ist, dann würde jetzt durch die Vibration das Fahrzeug vorwärts fahren und die Schraube würde sich lösen. Also, das würde doch heißen, wenn ich jetzt rückwärts fahren würde, ups, dann würde sich die Schraube wieder reindrehen. Aber was ist mit den anderen Schrauben auf der anderen Seite? Die würden ja dann rausgehen. Das ist ja ein Teufelskreis. Also weiterhin vorwärts fahren und anschließend die Schrauben nachdrehen. Es gibt natürlich andere Hilfsmittel, um Schrauben zu festigen. Aber das ist ein anderes Thema. So, also wenn euch das Thema gefallen hat, einmal Daumen hoch bitte. Danke für ein Abo und bis denne, Jenne. Ja, jetzt sitzen wir hier am Kanal und da kommt noch so ein richtiger Luxusliner, kommt da noch. Der ist jetzt ganz schwer zu erkennen, aber gleich wird er da sein. Das ist ja mal wieder ein Highlight. Da bastelt man hier am Kanal herum. Und schon kommt was Schickes vorbei. Ja, da fragt man sich, was macht man denn jetzt mit so etwas? Das wäre ja ein Vibrationsmotor aus freier Energie. Ohne Strom, ohne irgendwas. Ja, was macht man daraus? Das wäre was für die Touristen. Kommt gerade ein Motorrad. Überholen. Ja gut, also, ja, was macht man denn jetzt mit so etwas? Ein Vibrationsmotor. Der kann vorwärts und er kann rückwärts laufen. Das wäre doch mal neue Technik anstatt Batterien oder Benzin. Eine geile Maschine. Ihr seht, kein Strom, kein Motor, gar nichts. Einfach nur Holz. Ein Holzmotor. Das ist die Idee. Der hupt einmal. Ich dachte, der hupt noch einmal mehr. Irgendwie sehe ich nichts. Hier geht ein Fenster auf. Unspectacle, Error. Ich gehe hier im Museum ganz raus. So funktioniert das nicht. So, wir sind auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Wir auf? Nein, wir sind nebenbei. Wir sind nebenbei auf der, am Nord-Ostsee-Kanal in Höhe Schachtholm. Und jetzt kommt gerade die MS Europa vorbei. Eines der Luxusliner, würde ich glatt sagen, die hier durch den Nord-Ostsee-Kanal passen. Es ist noch ein kleineres Schiff, aber mit sehr viel Luxus. Wenn ich das richtig gehört habe, zahlt man ungefähr 500 € pro Tag. Ja, aber man hat allen erdenklichen Luxus, ne? Es werden auch diese... Guck mal, wie breit der Balkon ist. Ja, da hast du Platz, da hast du einen Tisch in der Mitte, ja, und dann noch Stühle links und rechts. Wenn ich das richtig sehe, haben die sogar die Liegen mit Füße lang machen. Ja. Also das ist ja richtig schön breit. Also das hast du nicht auf jeden Fall AIDA oder mein Schiff in der Economy-Klasse hast du nicht so einen breiten Balkon. Aber natürlich gibt es da auch Suiten, Luxus-Suiten und so. Ja, genau. Hier weiter hinten sind, glaube ich, die etwas kleineren. Oh ja, das sieht schon enger aus. Das sieht schon etwas enger aus. Ja. Aber mein Schwiegersohn hat da mal drauf gearbeitet. Und es rappelt nicht so. Ja, es läuft ruhig, ne? Genau, es macht nicht rabbeli-pabbeli. Man hört nicht so einen Motor rabbeln oder... Ja, das war's auch schon fast. Das Schiff ist nur noch... Von hinten zu sehen. Von hinten zu sehen. Da haben wir doch mal ein schönes Plätzchen gehabt. Ja, können wir weiterfahren. Weiterfahren. Wir sehen das gleich nochmal. Ja, wir fahren einfach weiter Richtung Schacht-Audorf. Ja, richtig. Und dann gucken wir das nochmal. Richtig, vielleicht kann ich dann ja live gehen. Müssen wir mal sehen. Okay. Wenn wir da noch einen Platz kriegen. Dann fahren wir einfach hin jetzt. Ja, gut. Da, dann packen wir schnell mal ein. Audorf, hier. Kannst du Stühle einfach nur so... Ah nee, du kriegst es ja schnell reingeschoben. Ja, das geht. Ja, du bist ja von der schnellen Sorte. Ich bekomme das schon in meinem Wohnmobil verstaut. In deinen Schacht da.